Diese Ideen werden, wie gesagt, in den ersten 15 Kapiteln von Theologisch-Politischen Traktat. Warum ist der theologische-politische, wie ist der Konnex, einer der Konnexe von diesen Ideen von Theologisch-Politischen Traktat zu interpretieren mit dem, mit den Streitigkeiten von, mit dem Klima von anwachsenden Intoleranz von der Epoche? Warum sagt das Spinoza? Eben weil er sagen will, aufpassen, die Heilige Schrift ist nicht ein Text von Erkenntnis. Wir können nicht sagen, diese Position ist wahr oder diese andere Position ist wahr und diese Position zu sagen, den anderen Kontrahenten zu imponieren. Die Heilige Schrift ist ein Text für die Moralität der Personen, welche eigentlich an die Philosophie nicht ankommen können. Deswegen soll nicht sozusagen zu theoretischen Streitigkeiten in der Interpretation führen, sondern sollte als ein Text interpretiert werden, welche eben zur moralischen Vervollkommnung auffordert, anhält, aufruft. Und deswegen ist es nicht die richtige Einstellung bezüglich der der Heiligen Schrift, diejenige, die sagte, die Heilige Schrift hat eine Interpretation der Wirklichkeit geben wollen und dieser Interpretation muss es gehorcht werden, sondern es ist etwas, das die Menschen zum Gehorsam und zum Gutsein irgendwie aufruft und dessen, deren Wert eben zu interpretieren sei, wie die Menschen dann sich verhalten aufgrund von der Heiligen Schrift selbst. Das heißt, die Lehre von der Heiligen Schrift lässt sich erkennen an den Früchten, die sie produziert. Das heißt, sie ist verbesserungsfähig. Ja, wenn sie verbesserungsfähig ist, hat sie funktioniert, sonst nicht. Denn eigentlich das Ziel von der Heiligen Schrift besteht nicht darin, eine Interpretation von der Wirklichkeit zu geben, sondern die Menschen besser zu machen. Und deswegen, der Einfluss von der Heiligen Schrift auf die Menschen lässt sich nur beurteilen, erstens auf der Ebene des Verhaltens, des Gebadens, und zweitens auf der Ebene der Früchte, der moralischen Früchte, welche die Heilige Schrift dabei produzieren kann. In diesem Sinne, warum macht das Spinoza? Weil Spinoza sagen will, die Heilige Schrift ist nicht dazu gedacht worden, um zu diskutieren bezüglich Prädestination oder Nichtprädestination oder bezüglich der anderen theologischen Streitereien, sondern hat eigentlich nur das Ziel gehabt, die Menschen zu verbessern. Es ist nicht eine theoretische Schrift. Es ist eine zur Moralität aufforderte Schrift. Werk. Und deswegen, sagt Spinoza implizit, es hat keinen Sinn, dass in der Gesellschaft kontinuierliche Streitigkeiten, welche dann auch zum Mord bringen können, stattfinden aufgrund der Interpretation von der Heiligen Schrift als ein theoretischer Text. Es ist keiner. Es ist keiner. Und deswegen, wir sollen praktisch den Kern von der Heiligen Schrift uns zu eigen machen, im Sinne, wir müssen versuchen, die Lehrsätze von der Heiligen Schrift herauszugewinnen, das heißt Existenz von Gott, Preis oder Strafe bezüglich des Verhaltensweise, ein bestimmtes Korpus an Verhaltensregeln und so weiter. Aber fest steht und stehen muss, dass
die Heilige Schrift eben ein Text ist, der zum Gehorsam bezüglich des Staates und der Gesellschaft, der Gesetze der Gesellschaft auffordert und zur Verbesserung der Menschen, die eigentlich der Philosophie nicht fähig sind. Das ist eben das Ziel des Spinoza. Das heißt, zu sagen, eben das Wasser zu nehmen all denjenigen Gründe für Streitigkeiten, die schon in der Niederlande, nicht nur natürlich in der Niederlande, aber in der Niederlande besonders stark gewesen waren, zwischen 1610 und 1620, und das dann wieder sehr stark am Erstarken waren, zwischen 1660 und 1670, wenn er sich dieser Arbeit widmet. Dann natürlich gibt es, wir werden etwas dann lesen, dann gibt es sozusagen, dass der Ansatz zur Gründung vom Staat und zur Rechtfertigung der Meinungsfreiheit seit der Spinoza. Das ist eben sozusagen der ideelle zweite Teil von Text von Spinoza. Die ersten 15 Teile sind eher der Bibelkritik gewidmet, die letzten fünf Kapitel sind eher eben dem Problem von Naturrecht gewidmet, dem Problem vom Verhältnis zwischen Naturrecht und Zivilrecht einerseits, dem Wert vom Zivilrecht, von Zivilgesellschaft in Bezug auf das Naturrecht, und auch sind auch gewidmet natürlich der Rechtfertigung von der Meinungsfreiheit, von Denkens- und Meinungsfreiheit. Was sagt Spinoza in diesem Sinne? Er beginnt damit zu sagen, dass für ihn ist das Naturrecht muss das Naturrecht identifiziert werden mit der Macht vom Individuum. Das heißt, das Naturrecht, es ist einzigartig ohne Zweifel in der Interpretation vom Naturrecht, von der Epoche. Naturrecht ist für ihn nicht, wie es für zum Beispiel für die Steiger gewesen war oder auch für Grotius sein wird, ein Komplex von Werten, ein Komplex von Rechten, welche jedes Individuum hat, zum Beispiel ein vernünftiges Lebewesen. Naturrecht ist für Spinoza, Naturrecht ist so groß, wie die Macht von der eigenen Person ist. Das heißt, praktisch in Naturzustand hat man Recht auf alles, wozu die eigene Macht von der Person ankommen kann. Es gibt kein Böses und kein Gutes in der Natur. Es gibt nur praktisch die eigene Macht vom Individuum. Insofern ist er ob sehr ähnlich, und insofern hat er ohne Zweifel bestimmte Idee von Hobbes sich zu eigen gemacht. Egoismus, kann man das sagen? Ja, aber Spinoza würde ein anderes Konzept benutzen, an der er schon in der Ethik arbeitete, und deswegen habe ich auch etwas von der Ethik auch heute Abend verteilt. Er würde sprechen von Streben. Vom Streben oder von Selbsterhaltungsstreben insgesamt, welches jedes Individuum hat, in der Stellung zu bleiben, am Leben zu bleiben, übersetzt, in der Stellung zu bleiben, in welchen er ist. Das heißt, praktisch er übersetzt metaphysisch, könnten wir sagen, das Trägheitsgesetz.
Das heißt, jedes Individuum will bleiben im Zustand, in welchem er ist, welches das Individuum ist. Am Leben, wenn das Individuum am Leben ist. Er würde in diesem Fall, er spricht tatsächlich vom Streben und nicht von Egoismus, im Sinne, dass praktisch jedes Individuum das präzise Naturgesetz in sich selbst hat, sich selbst zu erhalten und die Mittel zu erreichen, welche diesem Selbsterhaltungsstreben dienen können. Und gesteht es den anderen Individuen auch zu? Das ist der Punkt, der irgendwie Spinoza von Hobbes unterscheiden will. Denn bis zu diesem Punkt könnten wir sagen, die Positionen von den beiden, sie sind sehr ähnlich, obwohl Hobbes nicht aus der Ebene von einer Gesamtkonzeption ausfällt. Das heißt, Hobbes sagt, die Menschen haben das Recht auf alles, was ihnen zukommt im Naturzustand, denn sie haben als Naturrechte die Selbstverteidigung und das Streben, sich selbst am Leben zu erhalten. Nur für Hobbes ist es so, dass die Menschen sind sogar gleich in der Fähigkeit, sich selbst zu beschädigen, sich selbst Schaden anzurichten. Bei Hobbes ist es immer so, sowohl im Naturrecht wie auch nach dem Naturrecht, im Zivilrecht, dass die Menschen einander feind sind. Die Menschen sind grundsätzlich einander feind. Wir werden etwas lesen können, wo er sagt, zum Beispiel, das können wir sehen, dass auch in unserem Zustand die Menschen immer schlecht von den anderen Personen sprechen, so dass es nicht so recht war, derjenige, der, wenn er in einer Versammlung war, die Gewohnheit hatte, immer als Letzter vom Raum herauszugehen. Das heißt, denn die Menschen sprechen immer schlecht von denjenigen, die nicht anwesend sind. Und daraus können wir auch sehen, dass die Menschen von Antipathie gegeneinander bewegt werden. Spinoza ist in diesem Falle nicht so pessimistisch. Bei Spinoza gibt es alles. Gibt es sowohl Hass wie auch Liebe. Das heißt, es ist seine Vision vom Menschen ist ohne Zweifel optimistischer als die bei Hobbes und in diesem Sinne nicht auch so versessen auf den gegenseitigen allgemeingültigen Hass. Das ohne Zweifel. Aber bezüglich der Position, der anfänglichen Position, ist es so, dass Spinoza nicht ein moralisches Urteil fallen lässt, indem er sagt, im Naturzustand ist es alles praktisch legitim, denn Naturrecht ist im Naturzustand ausschließlich die Macht vom Individuum, welche dazu benutzt wird, um das Individuum selbst auf Leben, im Leben zu erhalten, je nach seinem Ermessen. Das heißt, das Individuum kann auch schlechte Mittel treffen, aber nach seinem Ermessen hat er das Recht, indem er in sich selbst dieses Streben hat, alles zu tun, was seine Lebenserhaltung fördern kann. Nur das Problem ist bei Spinoza was? Dass er sagt auch, wenn wir aber in diesem Zustand bleiben, das heißt, dass ich für mich selbst das Recht herhebe, über alles gebieten zu können, dass praktisch das Naturrecht sich selbst aufhebt. Denn alle Menschen würden praktisch in einen potenziellen Zustand von allgemeiner Feindseligkeit sein. Es ist nicht so klar wie bei Hobbes, dass das der Fall sein sollte. Bei Hobbes ist es so. Bei Hobbes sagt klar, ganz klar, vom Bürger und besonders in Leviathan, wenn wir in Naturzustand bleiben, sind wir in einem Zustand, welcher absolut miserabel ist. Das Leben ist kurz und miserabel. Wenn wir keine Macht haben über uns, welche sozusagen uns zwingt, diesen Instinkt, uns einander zu schädigen, aufzugeben. Bei Spinoza
Es ist praktisch eine Tatsache für Hobbes. Die eben herauskommt, weil er eine negative Meinung der Menschen über die Menschen hat. Das ist eine sehr, sehr schwarzseherische, pessimistische Meinung. Also das heißt, ist der Mensch frei, ist der Mensch im Krieg mit den anderen. Und das passiert dann zwischen den Staaten. Aber praktisch könnte man sagen, Krieg ist bei Hobbes immer, es sei denn, dass es nicht gibt den Leviathan, das heißt den quasi sterblichen Gott, welcher über die Menschen sozusagen wacht und die Menschen, den Menschen aufzwingt, mit dem mörderischen Instinkt aufzuhören. Bei Spinoza ist es nicht so klar, bei Spinoza ist es nur, dass er sagt, von mir selbst heraus in Naturzustand habe ich auf alles Recht, wozu meine Macht kommt. Ich kann aber auch sie nicht benutzen. Das heißt, es ist nicht so klar und sicher, dass ich diese absolute Macht nur im negativen Sinne benutzen würde. Das ist nicht wie bei Hobbes. Da ist ja eine große Diskrepanz. Aber Tatsache ist, ich hätte Recht auf alles. Das heißt, schon die Hypothese genügt, um zu sagen, ich muss diesen Naturzustand zu sagen verlassen. Denn es die Möglichkeit geben kann, könnte, dass wirklich der Krieg von allen gegen allen explodieren würde. Unter anderem ist dieses Recht auf alles eher ein Wort als eine Tatsache. Wenn alle Menschen praktisch erheben ein Recht auf alles, heben sich selbst auf, sozusagen. Ihr werdet dieses Recht auf alles aufgehoben wegen der Feindseligkeit von allen Menschen. Das heißt, man muss sozusagen dieses absolute Recht aufgeben und das absolute Recht auf alles in einem bestimmten Gebiet, können wir sagen, einem Repräsentantorganismus zuweisen, zu gönnen, zu transferieren, wobei Spinoza nicht immer derselben Meinung ist, das heißt, er spricht manchmal von Monarchie, manchmal von Aristokratie, manchmal von Demokratie, aber sowieso, es soll eine Transferierung von diesem absoluten Macht sich reinen, auf das man in das Zivilrecht authentisch hereingehen kann, so dass man wirklich nicht mehr sich findet in einem Zustand von potenziellen gegenseitigen Annullierung, sondern wirklich sich äußern kann, sich entwickeln kann als vernünftiges Wesen. Das heißt, praktisch könnte man sagen, Naturzustand nicht so viel als Recht auf alle, sondern Naturzustand als Möglichkeit der eigenen Fähigkeiten ist nur der Zivilzustand. In Naturzustand würde das Recht auf alles nicht applizierbar sein und würde dem Individuum praktisch jede Form von vernünftiger Entwicklung und von Entwicklung überhaupt verwehrt bleiben. Denn man würde sich befinden in einem Zustand, wo potenziell all die Menschen gegenseitig und wechselseitig annullieren können. Das, könnte man sagen, das zivile Recht, das positive Rechtszustand ist das der eigentliche Naturzustand. Denn nur mit dem Hereingehen in das Zivilrecht kann man eigentlich die eigene Natur äußern, entwickeln, fortentwickeln. Das ist sozusagen noch eine weitere Diskrepanz zwischen Spinoza und Hobbes. Der Verzicht auf das absolute Recht auf alles bedeutet nicht einen absoluten Verzicht, wie bei Hobbes. Das heißt, bei Hobbes ist es so, dass der Mensch die
Pluralität von den Menschen, all die Rechte aus der Selbstverteidigung aufgeben zugunsten des Repräsentanten. Bei Spinoza, und der Repräsentant kann dementsprechend über alles entscheiden, über alles Gesetz erlassen, inklusive der Meinungsfreiheit. Bei Hobbes ist es so, es gibt keine Meinungsfreiheit, wenn derjenige, sei es eine Versammlung, sei es ein Monarch, das ist natürlich ein Problem vom Leviathan, aber derjenige, der mit der Macht beauftragt wird, kann über alles, was er will, entscheiden. Bei Spinoza ist nicht der Fall, denn bei Spinoza, indem der Bund erstellt wird, so dass man die eigene Natur praktisch wirklich entwickeln, äußern kann in der Gesellschaft, dann hat man in diesem Sinne nicht zum Beispiel darauf verzichtet, Mensch zu sein und in diesem Sinne zu denken, die Meinung zu äußern und so weiter. Das heißt, der Staat, also sowieso der Souverän, wird mit der Macht beauftragt, auf das das Individuum sich entwickeln kann in der Gesellschaft. Wirklich in dem Sinne, dass der Mensch wirklich die Angelegenheit bekommen kann, Mensch zu sein, in diesem Sinne die eigene Vernunft zu entwickeln und auch zur Wissenschaft anzukommen. Aber er hat nicht zu sagen, darauf verzichtet, Mensch zu sein, sondern er ist den Bund eingetreten, um Mensch sein zu können. Das ist sozusagen die große Differenz mit Hobbes, denn man könnte sagen, bezüglich des Naturrechts, es ist wahr, bei beiden, es ist aus Natur heraus, im Naturzustand habe ich Recht auf alles, was ich will. Es gibt kein Gut und kein Böse. Der Naturzustand ist nicht moralisch konnotiert. Das sozusagen differenzierte die beiden, Spinoza und Hobbes, von der Tradition von Naturrecht. Das heißt, die wollen nicht in Naturzustand Werte sehen. In Naturzustand gibt es keine moralischen Werte. Ich habe wirklich Recht auf alles. Auch im negativen Sinne. Nur, bei Hobbes bedeutet die Herstellung von der Macht die Annullierung von Naturzustand. Bei Spinoza bedeutet die Herstellung von Zivilrecht sozusagen die Realisation von Naturzustand. Denn der Naturzustand ist nur ein Name eigentlich bei Lichte besehen vor dem Zivilrecht. Der Naturzustand bedeutet, dass alle Menschen einander sich annullieren können. Und der Mensch in diesem Sinne kann nicht wirklich Mensch sein. Natürlich kann man sagen, für Hobbes ist es so, denkt so, denn für ihn ist es besser, wenn ein Mensch nicht Mensch ist. Für Spinoza hat nicht diese negative Attitüde und sagt eben, im Zivilrecht kann ich wirklich mich vernünftig entwickeln, mich vernünftig bilden. Kann ich mich wissenschaftlich vernünftig bilden. In diesem Sinne auch kann man erklären, weshalb Spinoza so aufmerksam ist auf die Rechte, welche eben nur durch die Zivilgesellschaft garantiert werden können. Denn nur durch die Zivilgesellschaft, das heißt nur durch die Aufhebung von diesem Recht auf alles, durch die Aufhebung von Willkür und durch natürlich den Frieden, der kommt durch durch die Eliminierung von absolutem Recht, kann man eben den Raum haben für das zivile Zusammenleben. Und das heißt für die Konfrontation, für die Äußerung von Ideen, und in diesem Sinne auch natürlich für das Heranwachsen, welche durch die Meinungsäußerung zustande kommen kann. Zum Beispiel am Ende
von theologisch-politischen Tratat, wir werden lesen, sagt er, als Beispiel kann ich sagen, die kann ich zitieren, die Stadt von Amsterdam, wo so viele Personen leben, die so viele verschiedene Meinungen haben und alle können zusammenleben, ohne dass das zu Schaden von den anderen kommt, sondern kommt sogar zu Bereicherung von allen Personen. Das heißt, er hat natürlich bestimmte Beispiele für sich. Aber er sagt auch, die Aufhebung zum Beispiel von der, indem ich beim Eintreten in den Bund mit den anderen und mit der durch diese diesen Verzicht auf das absolute Recht auf alles, welches eigentlich kein Recht ist, denn es ist nur dem Namen nach, aber eigentlich würde es sich selbst aufheben durch die Opposition von den anderen, habe ich wirklich den Raum gewonnen, um mich als Mensch zu manifestieren, um mich als Mensch zu entwickeln. Und das bedeutet auch, dass der Staat, der Staat, die Zivilgesellschaft, das Gebiet ist, auf das ich eben als vernünftiges Lebewesen mich entwickeln kann und in dem ich wirklich als, in welche ich eben meine Meinungen und mein Denken äußern kann. Das heißt, das Ziel des Staates ist die Freiheit, weil eben der Staat dazu gedacht und erstellt worden ist, auf dass ich mich in meiner Natur als freies, vernünftiges Lebewesen entwickeln kann. Das ist eben etwas, das im allerletzten Kapitel von theologischen politischen Traktat entfaltet wird, wobei er aber auch sagt, es ist nicht nur so, das heißt, dass nicht nur jeder Bürger soll denken dürfen, was er will, sondern auch sagen dürfen, was er denkt. Es ist nicht nur der Fall, aber nehmen wir an, dass wir einen Staat, eine Zivilgesellschaft hätten, in welchen eigentlich die Meinungsfreiheit verboten würde, in welcher eine bestimmte Dogmatik als Wahrheit, zur Wahrheit erhoben wurde, mit der Abschaffung von den anderen Meinungen, mit dem Verbot von den anderen Meinungen, dann hätten wir eigentlich eine Gesellschaft, welche die Personen zur Verarmung, zum geistigen Verarmung verurteilen würde. Und es würde eben gegen den Gründungsansatz vom Staat selbst stoßen, denn der Staat, die Zivilgesellschaft, das Zivilrecht werden gedacht, nicht zu sagen, um die Tendenzen von Menschen, den Tendenzen von Menschen Einhalt zu gebieten. Das heißt, es ist nicht so, dass, wie bei Hobbes der Fall ist, das Zivilrecht dient dazu, das Naturrecht aufzuheben, zu eliminieren, sondern das Zivilrecht ist sozusagen der wirkliche Naturrecht, das wirkliche Naturrecht, der Zivilzustand ist der wirkliche Naturzustand, denn nur in einem Zivilzustand kann der Mensch werden zu dem, was der Mensch an sich selbst ist. Das heißt, ein vernünftiges Lebewesen. Im kompletten Naturzustand, in welchem auch der Hypothese nach sich eine Konstellation einstellen könnte, in welcher alle gegen alle sind, dann würde eigentlich das Subjekt nicht ein lebendiges Subjekt sein, würde praktisch nur zum Terror und zur gegenseitigen Furcht, Angst verurteilt. Das heißt, man würde bleiben nur, sagen wir, der projiziert auf die Weisen der Erkenntnisse, die wir haben können, nur im Zustand von der Einbildungskraft, nur im Zustand von den Affekten. Man hätte nicht die Möglichkeit, sozusagen, sich
vernünftig, sich der Vernunft nach zu entwickeln. Man würde eigentlich dazu verurteilt werden, in einem Zustand von gegenseitiger Angst zu leben. Deswegen, das Naturrechte wird nicht aufgehoben, sondern wird vervollständigt in Zivilrecht. Denn nur in der Zivilgesellschaft können wir die Instrumente und den Boden bekommen, erreichen, um zur Entwicklung unserer Potenzialitäten, in diesem Sinne auch der Vernunft selbst, anzukommen. Das, was eigentlich als Naturrecht gilt, als Naturzustand, ist eigentlich etwas, das Naturrecht selbst eliminiert. Aber wichtig ist zu sagen, dass eben durch diese Finalität, welche er dem Staat gibt, der Erstellung von Staat, das heißt, dass der Staat und der Bund zur Zivilgesellschaft zuweist, dass eben der Bund oder der Staat dazu dienen sollen, das Individuum zur Entfaltung bringen zu können, so dass eben praktisch irrsinnig wäre, wenn dann im Zustand der Zivilgesellschaft dem Individuum verboten bleiben würde, sich selbst seine Meinungen zu äußern. Denn der Staat ist eben gedacht worden, um die Natur von Menschen zu implementieren und sie zur Entwicklung, zur Äußerung, zur Realisation, zur Verwirklichung bringen zu können. Wenn der Staat hingegen die Meinungsfreiheit verbietet, stoßt praktisch der Staat gegen seine eigenen Voraussetzungen. Der Staat ist gedacht worden, um das Individuum entwickeln zu lassen. Und in dieser Entwicklung soll auch natürlich betrachtet werden die Meinungsfreiheit und die Denkensfreiheit. Es ist aber erst dann in der amerikanischen Revolution eingegangen in der Staatsidee. Spinoza hat ohne Zweifel dann die ganze Linie von den liberalen, sozusagen von den freiheitsbefördernden Konstitutionen beeinflusst. Ohne Zweifel gilt er als Vater von Liberalismus, dann auch mit Locke natürlich. Das Einzigartige bei Spinoza ist, dass er von einer Voraussetzung ausgegangen ist, die eben Hobbes benutzt hatte, um die Absolutheit der Macht und die Notwendigkeit eben die Meinungsfreiheit zu limitieren. Ja. Benutzt hatte. Denn er ist ausgegangen aus demselben Punkt von Hobbes. Aber darüber hinaus. Er ist, ja, natürlich. Ja. Natürlich. Ja. Natürlich. Denn er eigentlich nicht wie Hobbes denkt, dass der Mensch gegen die anderen immer in der Position von Krieg ist. Kann sein, kann auch nicht sein. Es ist nicht eine Notwendigkeit. Sicher ist, dass im Naturzustand ich nicht vom Böse oder von Gut sprechen kann. Es gibt keine Werte. Die Werte sind nur in der Zivilgesellschaft. Aber auch da, es ist nicht so, dass sie eigentlich Konventionen sind. Nur Satzungen. Denn man soll immer sozusagen vor Augen halten, dass bei ihm der Zustand von der Zivilgesellschaft nicht ein Zustand ist, welcher gegen die Natur ist. Es ist sozusagen die Vervollständigung der Natur. In diesem Sinne, Gut und Böse sind nicht etwas, das nur der Konvention ist, sind etwas, das sich behaupten kann, wenn man
den Zustand erreicht hat, in welchem Gut und Böse eben beachtet werden können, durchgesetzt werden können. Praktisch im Naturzustand, es ist nicht so, dass zuerst haben wir keine Konvention und dann haben wir Gut und Böse nur als, aber als Konventionen und nicht als sozusagen in der Wirklichkeit verwurzelt. Früher haben wir das nichts eigentlich, denn es ist, indem es die Möglichkeit gibt, dass es Krieg gegen, von allen gegen allen ist, dass praktisch nichts eigentlich herauskommen kann. In Zivil, sozusagen in der Zivilgesellschaft erreicht man eine Stellung, in welche das Gut und Böse, besonders auch das Gute, eine wirkliche Stelle finden kann. Das heißt, eine, könnte man sagen, eine inhaltliche Fundierung haben kann. Es ist nicht so, meiner Meinung nach zumindest, dass zuerst haben wir Abwesenheit von Konventionen und dann nur Konventionen. Und wären die Konventionen anders, wären, dann wäre die Gesellschaft eine andere, wäre die Konvention anders, dass das Gut gelten kann, würde Böses sein und umgekehrt. Der Spinoza ist nicht diese Meinung. Spinoza ist nicht diese Meinung. Für Spinoza ist es so, dass das Böse etwas ist, das aus der, aus dem, das Böse und all die bösen Affekte, Hass und so weiter, Hass, Neid, Schadenfreude und so weiter, welche er analysiert im dritten und vierten Teil von der Ethik, alle herauskommen aus Mangel an Kenntnis, an Erkenntnis. Das würde ich eben nicht nur, nicht mehr, sozusagen die Wirklichkeit auf eine passive Art und Weise ertragen, sondern würde ich eben allmählich natürlich die Erkenntnis der Wirklichkeit, der gesamten Wirklichkeit, der Rationalität der Wirklichkeit, der Gesetze von der Wirklichkeit erreichen, dann würde ich in der Lage sein, mich selbst auch von den bösen Affekten zu befreien. Und ich würde in der Lage, die Gottheit selbst, das heißt die Natur, in ihrer Gesamtheit zu erkennen und in ihrer auch Schönheit und Gutheit. Und würde, indem ich eben zum Beispiel meine Natur, meine eigene Natur kennenlernen würde, würde auch in der Lage sein und dazu motiviert sein, nicht nur das Gute für mich zu machen, sondern das Gute für alle zu machen. Sie würde erkennen können, dass eigentlich etwas, das als gut, zum Beispiel die anderen zu niederzudrücken, mir erschien eigentlich etwas Böses war, ich würde in der Lage sein zu verstehen, was gut ist, eigentlich gut. Und ich würde auch in der Lage sein zu verstehen, dass nur das, was gut sowohl für mich wie auch für die ganze Menschheit ist, eigentlich das wirkliche Gute ist. Und das ist möglich, natürlich für den Weisen, aber das Gebiet, der Boden, um das zu erreichen, soll eben, kann nur von der Zivilgesellschaft garantiert werden. Man nicht mehr von einer allgemeinen Angst und von einem allgemeinen Kriegszustand dominiert wird. Aber es ist nicht so, meiner Meinung nach, dass Spinoza gedacht hat, Gut und Böse sind nur Satzungen, sind nur praktisch aus Konventionen herausgekommen, aber hätten wir andere Gesellschaften, dann würden wir... Gut und Böse sind da, nur sind nicht da natürlich im ursprünglichen Naturzustand, der eigentlich nur eine Fiktion ist, denn in diesem Naturzustand, in dem alles gegen alle kämpft und gar alles wechselseitig annulliert, auch nichts eigentlich einen Platz haben kann. Ich würde nicht sagen, dass Spinoza eben der Meinung gewesen ist, dass in der gebildeten Gesellschaft sozusagen Gut und Böse nur eine Frage von Willkür wäre. Das ist meiner Meinung nach nicht der Sinn von Spinoza. Spinoza glaubt, dass Gut und Böse in der Wirklichkeit verwurzelt sind. Gut ist eben zum Beispiel die
das höchste Gut ist, sich selbst als ein Teil von der gesamten Natur zu verstehen, sich selbst in die Gesetze der Natur beobachten zu können, sich selbst eben als nicht mehr sozusagen von den Affekten dominiert zu werden, sondern die eigene Person zu sehen als ein Teil der Natur, in diesem Sinne nicht mehr Sklave von den Affekten zu sein, sondern frei zu sein, indem man die allgemeine Notwendigkeit der Natur anerkennen kann. Und in dieser sagen, sich selbst anerkennen, sich selbst erkennen, wird man auch dazu motiviert, nur von den guten Prädispositionen für die anderen inspiriert zu werden und nicht mehr von den bösen Affekten dominiert zu werden. Aber dass das Gute und das Böse einen gewissen Platz in der Wirklichkeit bekommen, ist meiner Meinung nach für Spinoza eine Tatsache. Er spricht nicht von Konventionen. Nur das Problem ist, dieses Gutsein, dieses böse Sein, das Gutsein im Besonderen, kann nicht in einen Zustand zur Entfaltung kommen, in welchem man sich selbst überhaupt nicht entfalten kann. Dann wird man praktisch von den anderen komplett annulliert. Das ist meiner Meinung nach der Punkt. Aber wichtig ist eben, dass er der Staat nicht eben im Sinne von einer allmächtigen Instanz gesehen hat, welche praktisch das Individuum an der Kandare halten sollte, wie bei Hobbes, denn sonst wäre das Individuum eine, also selbst eine, immer würde das Individuum immer eine Potenzialität für das Böse vorstellen, sondern dass ja der Staat praktisch gedacht hat als die Basis zur Entwicklung, Fortentwicklung und Manifestierung der vernünftigen und insofern vernünftigen, auch guten Potenzialitäten des Menschen selbst angesehen hat. Das heißt, das Zivilrecht hebt nicht die Naturrecht auf, ermöglicht dieses Naturrecht. Das ist dann der Punkt. Und deswegen dann insistiert er immer darauf, dass der Staat eigentlich nicht die Meinungsfreiheit verbieten kann, sondern die Meinungsfreiheit immer garantieren soll, denn würde die Meinungsfreiheit verboten worden, dann würde der Staat selbst und der Mensch als Bürger von Staat progressiv verarmt werden, würde der Staat praktisch den Ansatz verraten, weswegen der Staat selbst erstellt wird. Das ist dann der große Unterschied mit Hobbes. Denn für Hobbes, der im Zivilzustand hat das Individuum kein Recht mehr, außer zur Selbstverteidigung. Denn der Leviathan, wie kann auch der Leviathan sein, wird dazu gedacht, mit der ganzen Macht beauftragt von allen Individuen und deswegen praktisch das Individuum kein Widerstandsrecht mehr hat in Bezug auf jedwede Form von Entscheidung durch den Leviathan selbst, außer wenn der Leviathan dem Individuum den Selbstmord zum Beispiel auch verlegen würde. In diesem Falle kann das Individuum sagen, nein, denn ich habe dich beauftragt, um mein Leben zu versichern. Ich habe auf alles verzichtet, außer auf mein Lebensrecht. In diesem Sinne ist auch für Hobbes der Bund zwischen Individuum und Leviathan aufgelöst. In diesem Sinne nur aber. In alle anderen Sinne nein. In alle anderen Sinne kann der Leviathan entscheiden, die Meinungsfreiheit, die Denkenfreiheit auch total
abschaffen, ohne dass ein Widerstandsrecht seitens des Individuums besteht. Für Spinoza ist nicht der Fall, denn für Spinoza eben, der Staat soll die Garantie gewährleisten, auf der Basis von welchen das Individuum eben ein vernünftiges Lebewesen werden kann. Das heißt, das Individuum wird zum vernünftigen Lebewesen nur im Staat, nur in einer Friedenskonstellation. Sollte der Staat, die Zivilgesellschaft, das Souverän, diesen Ansatz nicht nachkommen, diesen Ansatz nicht erfüllen, dann würde praktisch dem Grund widersprechen, weshalb der Staat erstellt worden ist. Ja. Das ist aber dann bei relativ vielen Staaten so, oder? Wie? Das ist dann bei relativ vielen Staaten so. Ja, natürlich. In Asien, Afrika, Südamerika und so weiter erfüllen die Staaten alles andere als den Zweck, freie Individuen zu schaffen. Die machen eigentlich eher das Gegenteil. Sie bereichern ein paar, aber sie benachteiligen eine große Masse. Und das kapitalistische System unterstützt mehr oder weniger. Ja,